Es klickt auf jeden Fall. Ah. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Ich glaube, dabei belasse ich es jetzt. Ja. So. Ich sehe verdammt viele Sachen, die mir bisher noch nicht aufgefallen sind. Da vorne, da vorne. Und da oben ist ein Pott, okay. Da vorne, da vorne. Hier ist ja jede Menge Ressourcen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Egal. Bis jetzt auch noch nicht hier oben drauf gestanden. So, was haben wir denn heute vor? Wir wollen heute mal schauen, dass wir das Zeug von da, und ich hatte noch irgendwo eine Stelle. Ich passe dahin. Das war wild. Entschuldigung. Also da habe ich welche drauf. Wo habe ich denn die anderen draufgestellt? Ich hatte doch eine dritte Runde. Egal. Also die drei Sachen, die ich reinpacken kann, die wollte ich gerne reinpacken. Also automatisiert. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal an, was wir denn für drei Miner brauchen. Und dementsprechend für drei Mining Heads nehme ich mal an, dass ich die... Was bedeutet Quantity per Run? Okay. Warum ich hier so leuchtende Sound aufsetze, habe keine Ahnung. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir das Zeug zusammengedengelt kriegen. Und okay, reg dich ab. Ich hoffe, ihr habt die nicht und ich hab die nur. Egal. Ich würde sagen, ich bastel das eben zusammen. Und dann sehen wir uns gleich weiter. Wieder, meine ich. So, wenn ich das richtig sehe, müsste ich alles haben. Oder? Nur nochmal. Oh, das sieht alles voll aus. Das ist doch perfekt. Hat gar nicht mal so lange gedauert. Das heißt, wir fangen hier unten an. Der steht da als erstes. Du bist schon ziemlich voll hier. Strom müssen wir danach gucken. Wir setzen erstmal die Dinger hin. Ach, guck mal, da hätte ich ja auch meiner gehabt. Ich depp. Hätte ich ja gar nicht bauen brauchen. Aber aufheben. Nee. So. Dann setzen wir jetzt erstmal den hier. Okay, du hast zwei Ausgänge. Wie funktioniert das? No power, missing module. Okay. Das Module muss ich wahrscheinlich noch irgendwie bauen? Oder muss ich erst Strom dran kriegen? Okay, das geht schon nicht mehr. Machen jetzt Folgendes. Ja, den haben wir doch hier. Wahrscheinlich brauche ich nachher nochmal Draht. So, Power haste. Missing Module. Wie kriegt man hier jetzt ein Module rein? Und wo baut man das? Muss ich das oben an der Werkbank bauen? Okay, darum halt. Schauen wir mal. Nein. Da haben wir gerade nichts zu tun. Oh. Was denn dafür machen?
Genau, die Mod habe ich mir noch gegönnt. Mehr Platz im Inventar. Da auch nicht. So. Ich kann es hier bauen, ich denke. So. Metal Mining Head. Es klickt auf jeden Fall. Ah, da wird er hingesetzt. So. Es passieren Dinge. Okay. Der funktioniert schon mal. Wie wir nachher mit den Dingens umgehen, müssen wir dann mal schauen. So. Das Gefühl, der hier ist zu nah dran. Wahrscheinlich nicht so effizient. Wobei, 80% geht ja. Wie war das eigentlich nochmal? Genau, da hatten wir noch das. Dann müssen wir gleich nochmal gucken, wo ich das genau hatte. So, aufheben, aufheben und dann, hier ist dummerweise unrein, das gefällt mir ja gar nicht. Okay, du wirst umgedreht, die Richtung, man kann da noch Wasser reinmachen oder eine Flüssigkeit, sagen wir mal so. Faszinierend. So, jetzt will ich mir das aber nochmal angucken, wenn ich den hier ansetze. Okay. Sicherung durchgebrannt? Bei einem Gerät, das noch gar nicht angeschlossen ist? Oder ist ihm die Sicherung durchgebrannt? Weil du noch keinen Strom hast. Okay. Damit kann ich arbeiten. Den Strom kümmern wir uns gleich. Wir machen jetzt erstmal... Ich hatte doch da hinten irgendwo dieses andere noch, ne? Damit habe ich doch schon was gemacht, oder? Haben wir denn hier? Das ist... Genau, das ist dieses Zeug. Da haben wir das... Oh, da war was. Da war was. Ich vergaß. Ich vergaß. Die Richtung. Da hatten wir uns doch auch noch mit einer Wildsau angelegt. Ich kann mich so grob dran erinnern. Ha! Hätte ich doch gesagt. Haben wir hier. So. Aufheben. 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 Und hier kommt der nächste dran. So. Und da geht das alles raus. Perfekt. Hier ist die Sicherung durchgebrannt. Okay, damit kann ich arbeiten. Das sind Informationen, da komme ich klar. Das heißt, wir müssen für da und für hier Strom ran schaffen. Wie sieht denn gerade mein Spaß aus? Ich mache mal eben hier so... Ja, machen wir mal 5 Stück davon. Nochmal 10 Stück. Und Kabel hauen wir einfach mal. Ja, 150 Kabel sollte gehen, ne? So. Eisenstange, Eisenplatte. Wofür brauchen wir Eisenstange, Eisenplatte? Wo ich denn da noch drin stehen?
Lagercontainer. Ah, Lagercontainer wollte ich noch bauen. Scheinbar. Die habe ich sogar fertig. Die Lagercontainer. Wir haben 4 Ressourcen, die wir da rauskriegen. Das heißt, wir brauchen 4 Container, warum auch immer ich nur 3 aufgeschrieben habe. Aber das heißt, wir gehen jetzt mal eben hier rauf. Damit die hier schön arbeiten können. Das wird wild. Also. Das wird meiner für. Ups. Wo ist die Leiter? Ja. So. Du sollst daran gehen. Was auch immer damit passiert. Und ja, hier müssen wir gucken. Da fehlt mir eine Schraube. Ist das dein Ernst? Auch das kriegen wir geregelt. Indem wir irgendwie hier hochlaufen und eben eine Schraube machen. Dafür brauchen wir aber auch erst eine Platte. So, da ist die Schraube. Jetzt fallen mir Stangen und Latten. Ich werde hier bekloppt. Latten. Keine Ahnung, wie viel ich brauche. Das sehe ich nämlich gerade nicht. Und ein paar Stangen. Okay, du bist fertig. Ja. Ich setze nochmal dahin. Der steht total bescheuert da, das weiß ich, aber da geht es gerade nicht drum. Ich muss dringend das mit dem Beton hinkriegen. So, was brauchen wir? Wir wollen Kabel haben. Wollen wir den Spaß machen? Okay. Womit fangen wir an? Ich habe eine Idee, womit wir anfangen. Wir sparen uns nämlich einen Schritt. Wir holen uns das. Okay, hier ist nichts mehr drin. Ja. Wir schmeißen das da rein. Hier. So, das rein. Warten drauf. So. Dann können die nämlich schon mal arbeiten. Dann gehen wir hin und machen uns. Wir brauchen Kupferbarren. Für die Kupferrods. Kupferrods brauchen wir 10. Was brauchen wir für den Draht? Aus einem wird 2. Das heißt, wir brauchen 20 dafür, 10 dafür. Sind 30. Guck, das ist 1 zu 1. Okay, machen wir uns erstmal 30 Stück. Da das schnell geht, dürft ihr zugucken. Ich habe übrigens keine Ahnung, was es war mit meinen komischen Problemen, die ich hatte. Plötzlich wollte das Spiel nicht mehr. Das hat super funktioniert, dass ich frühzeitig aufhöre. Klar, ich habe angefangen zu reden, also war alles kaputt. Ich habe den. Also, das erste, was ich gemacht habe, war natürlich den Rechner neu zu starten, aber. Mir ist schon wieder eine Sicherung durchgebrannt. Ich habe keine Ahnung, wo das Problem war. Warum das auf einmal nicht funktioniert hat und das Spiel gesagt hat, nee, danke, ich will nicht. So, davon haben wir auch genug. Und jetzt müssen wir Draht machen. Können wir gerade mal... Achso, da war mein Problem.
Ich setze erstmal Strom lassen. So. Da unten hatte ich einen hingesetzt. Wir ziehen den von hier aus. So. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich habe immer eine Meldung bekommen, dies, jenes fehlt. Ich habe keine Ahnung, was das war. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren, offensichtlich. So, du wärst jetzt angeschlossen, wenn du Strom hättest. Dann gehen wir... Moment, das ist der Kollege da hinten, ne? Ja. Dann gehen wir in diese Richtung rüber. Wie gesagt, das Erste, was ich gemacht habe, wie immer, Rechner neu starten. Dann, habe ich festgestellt, hat mir nichts gebracht. Und aus irgendeinem Grund, gestern Abend funktionierte es dann wieder. Also, wir reden von Samstagabend. Und war allerdings Familienzeit. Und deswegen mache ich den Spaß heute. Ein bisschen nervig. Ich hätte mir das anders gewünscht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das Spiel hatte. Bei den ersten paar Sachen war es gar nicht mal möglich herauszufinden, welche Mod. Nachher stand wenigstens sowas wie Refined Power oder ja, ihr seid vielleicht zu viel, okay. Da dran, aber im Grunde, ich hab's nicht verstanden. Wie sieht's denn aus? Ja, okay, wir sind gerade in so einer Tiefphase vom Wind gewesen. Dann haben wir zu wenig. Das heißt, wir müssten theoretisch anfangen, auch mal hier ein bisschen dazu zu schmeißen. Problem ist, ich habe halt... Ja, ich könnte die Dinger reinschmeißen, aber die brauche ich noch zum Forschen. Soweit sind wir noch nicht. Das sind Sachen, die mir noch nicht gefallen. Deswegen lasse ich das. Außer wir haben... Wir können Biomasse herstellen. Biomasse ist ja schon mal ein bisschen besser, ne? Ich mache mal Biomasse. Ja, es ging schnell. Das ging auch schnell. So. Wenigstens ein bisschen. Also wir könnten zur Not dann dazu ballern. Jetzt verstehe ich aber, warum das gerade runtergegangen ist. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwas finde für Flauten. Ja, Stromleitung, Strommast ist jetzt gerade irrelevant. Das heißt, wir nehmen mal den Spaß hier raus, setzen alles wieder auf Null. Genau. Für genau sowas gehen wir hier hin und sagen, wir teilen das auf, 25 hier rein, 25 hier rein, Sicherung an. In der Hoffnung, dass wir mit dem Strom erstmal auskommen. Was produzieren die eigentlich? 20 Megawatt, 40, ja, okay. Und unser Netz sagt, maximal brauchen wir... Ja, das könnte klappen. Wenn das nicht so schnell durchbrennt. Oh. Weil hier Material zu finden, ist halt echt mies. Da ist zum Beispiel welches. Sehr gut. Dann springen wir mal hier hin. Guck mal, wir haben doch bestimmt hier... Zerstörung der Natur. Das wäre ein guter Meilenstein, um ihn als nächstes zu machen. Ja, dann setzen wir uns die Sachen mal eben auf die Liste. Das heißt, wir brauchen hiervon... Hätten wir gerne... ja, komm. Du.
Bearbeiten machen wir gleich. To do. To do. Wir brauchen. Bearbeiten. 500 Schrauben. 25 davon. Und 100 hiervon. Okay. Und dann. Ja, dann können wir anfangen zu dengeln. Was machen wir denn? Für die. Nehmen wir erstmal Eisenstangen. Haben wir überhaupt Eisen noch? Dann brauchen wir mehr, als wir haben. Das heißt, wir machen erstmal die Schlampe. Nicht genug Material. Ihr macht gerade nichts. Reinschmeißen, rausnehmen. Reinschmeißen, rausnehmen, sortieren. Und ihr macht hier reinschmeißen, rausnehmen. Okay. Also, wir kümmern uns jetzt erst um die Zerstörung der Natur und dann machen wir, dass das automatisch darüber läuft. Das wird uns auch schon mal helfen. Da wird sowieso noch interessant, wie wir das eine auseinander oder zusammenkriegen. Aber Gott sei Dank haben wir ja Logistik da. Oh, haben wir noch nicht. Okay. Erste Zerstörung. Gut. Machen wir mal Eisenbahn. Ja, wir machen wieder das gleiche Spiel. Ich baller das eben durch und dann bis gleich. So. Da habe ich den Spaß schon mal zusammen. Jetzt müssen wir nur noch die Schrauben basteln. Die gehen ja Gollerdank. Gott sei Dank. Recht schnell. Glaube ich. Naja, 100 Stück haben wir schon mal wieder. Das ist auch super, dass ich mir jetzt irgendwie 10 Miner da zusammengebastelt habe, die irgendwie in meiner Tasche liegen. Und die werde ich jedes Mal vergessen. Darf die auf gar keinen Fall in eine Truhe packen oder sowas. Oder in eine Kiste. Das wäre fatal. Dann sind die bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag da. So. Erstmal gucken wir, dass wir das jetzt hinkriegen. Dann haben wir nämlich. Da können wir Bäume sägen. Mal absägen. Oh, ich will gar nicht wissen, was die Kettensäge kostet. Holy crap. So, du bist durch. Dann brauchen wir die verstärkten Eisenplatten. Verstärkte Eisenplatten. Oh, 25 können wir 28 machen. Sehr gut. Hauen wir raus. Da sind meine 5. Achso, okay. Ja, alles gut, alles gut. Ich habe schon ein paar. Und jetzt brauchen wir Iron Sheet. Und dann haben wir den Teil. Dann kümmern wir uns um den Förderbandkram. Komm, mehr brauchen wir nicht. So, du da rein, du da rein. Du da rein. Und los. Wie lange müssen wir jetzt auf den Frachter warten? Na, 3 Minuten, das geht ja noch. Einfache Logistik ist das nächste. Das Gute ist, dann können wir schon mal hier die Kollegen durchziehen. Aber auf 50 kommen wir nicht. Nee, was fehlt uns denn? Ein paar Eisenplatten. Ein paar Eisenplatten. Ich war so frei, zwischendurch mal hier was reinzuschmeißen.
Ein paar Eisenplatten. Da sind meine 50. Und weil ich es gerade habe, wo sind sie hin? Da. Mache ich die 6 eben auch noch durch. Gehen die automatisch da unten raus. Wunderbar. 100 davon. Davon brauche ich diese. Dafür brauche ich mehr davon. Wie war das? Ich brauche 2 für 3. Oh. Ja. Also aus 200 werden 300. Machen wir das einfach. Wir können noch 100 machen, dann haben wir 200. So. Nein, hätten wir 150. Steht auch da unten. Aber ihr versteht mich. Glaube ich. Hoffe ich. Wenn ja, schreibt es mal unten in die Kommentare und erklärt es mir. Dum-di-dum. Ach, mal. Ja, das reicht erstmal. So. 40 Sekunden, die warten wir eben ab. Was erzähle ich euch in der Zwischenzeit? Ja. Ihr habt nicht viel zu erzählen. Das tut mir leid. Ah, kriegen wir schon hin. Wenn der jetzt gleich wieder runterkommt, dann haben wir den Spaß auch soweit. Können damit das da unten zusammenführen. Es geht ja nicht ums Aufteilen, sondern zusammenführen an der Stelle. Oh, da bin ich auch wieder gespannt. Dann gucken wir mal, dass wir die Bänder kriegen. Und den Kram aus den einen Apparillos wenigstens schon mal rauszupacken. Automatisch in die... da ist er wieder, danke. In die Container rein. Was es uns ein bisschen erleichtert. Sehr gut. Jetzt fangen wir an. Was brauchen wir? Förderbänder. Ja, euch wollte ich haben. Wunderbar. Wir brauchen natürlich Schrauben und Eisenplatten. Ja, machen wir erstmal Eisenplatten. Das geht ja relativ gut. So, Eisenplatten. Dann gucken wir mal, ob wir den ersten schon mal da reinkriegen. Ist nur die Frage, was packt der wo raus? Gucken wir mal. Von da, da rein. Was kommt hier an? Genau das, was ich da haben wollte. Das heißt, das andere Zeug muss ich nur manuell rausnehmen. Perfekt. So sollte das sein. Dementsprechend hätte ich gerne hier ebenfalls die 200 rein. Dann sortieren, dann haben wir das gleich auch. Und hier geht Quatsch, 3. Von hier. Wo geht ihr rein? Dort rein. Fehlen mir Schrauben. Kein Ding, machen wir. So, dann haben wir wenigstens das schon mal. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen wenig. So. Aber du gehst jetzt schon mal da rein. Und... für da fehlen uns hier Schrauben. Die sollten wir aber relativ schnell hinkriegen, weil wir haben hier noch das drin liegen. Ups. Dann machen wir einmal die Stangen. Daraus machen wir Schrauben. Und dann können wir auch direkt noch Eisenplatten machen. Dann ziehen wir eben die 18 durch.
So. Du gehst bitte von da nach da. Jetzt kommt Spaghetti. Das kostet mich so. Oh Gott. Wir brauchen Stangen. Dafür brauchen wir Eisenbahn. Nee, das ist Crash. Oh, wir haben das Zeug gar nicht. Davon haben wir gar nichts mehr. Okay. Grüne Zeug kommt hier rein. Das rote Zeug kommt hier rein. Dann kommt das braune Zeug da rein. Okay. Dich nehme ich erstmal raus. Dich nehme ich raus. Und dich nehme ich raus. Und ihr kommt alle hier rein. Sehr gut. Das hätten wir. Wie gehen wir da jetzt am besten vor? Wir brauchen erstmal Stangen, damit wir uns ein bisschen was zusammenbauen können. Ah, komm, das reicht jetzt. So, Stangen. Zehn Stück. Okay. Jetzt kommt der große Schock, der Fusionator. Braucht das und zwei Förderbänder. Wie geht das denn? Kann ich Förderbänder dengeln? Okay. Das alles so mistig hier hingestellt. Es ist nur für einen Anfang. Das müssen wir uns immer merken. Es ist nur für einen Anfang. Bitte da rein. So. Wisst ihr was? Für einen Anfang darf der Spaß auch sich kreuzen. Natürlich fehlen mir Platten. Da kommt das raus. Das ist okay. Damit kann ich hüpfen und arbeiten. So. Einmal da hoch. Oh, wir sind schon über eine halbe Stunde. Was habe ich gesagt? Brauche ich Platten. Und dann wäre es das Erste, was ich jetzt erstmal fertig habe. Dahin. Es tut mir leid, wie das aussieht. Das machen wir nochmal in schön. Sobald wir das soweit haben. Das läuft da raus, kommt da rein. Jetzt suchen wir uns noch unseren nächsten Meilenstein aus. Damit wir ein Ziel fürs nächste Mal haben. So. Da hochhüpfen, nächster Meilenstein. Bessere Förderwände wäre blöd. Wir haben Basisbau, haben wir ja schon. Das heißt, wir haben Fundamente, das ist schon mal ganz gut. Perfect Circles. Okay, da muss ich nur das Zeug nur reinsetzen. Dann hätten wir die wenigstens auch schon mal fertig. Foundation Curves, okay, Glaswände. Tausend könnten wir bald schon zusammen haben. Fehlen uns nur die 100. Bessere Förderbänder. Okay. Forschung. Das MAM wäre schön. Objektscanner und MAM wären wirklich schon mal eine schöne Sache. Da hätten wir die 1000. Ich glaube, die 1000 haben wir da schon liegen.
guck mal eben. Oder? 1, 2, 3, 4. Passt. Also es fehlt nicht mehr viel für die 1000. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Schmeißen von dem Zeug, so viel wir haben, da rein. Können wir eben warten, dass wir die 8 auch noch loswerden. Ja, komm, noch einmal. So. Dann geht der ganze Spaß nämlich direkt hier weg. Wie sieht das hier aus? Da haben wir eh nur noch 85. Die können direkt rein. Und hier drüben, du Kollege, mach's. Ja, du hast noch ein bisschen. Da warten wir jetzt auch eben auf die 8. Und dann gucken wir mal. So. Das heißt, alles andere können wir jetzt da rausholen. Plan fürs nächste Mal. Stellen wir jetzt schon mal auf. Da, da und da die Bänder hier ran anbinden, damit das automatisch geht. Weil im Moment muss ich da wohl hingehen und die rausholen. Können wir ja mal eben machen. Bei dem einen Kollegen hier. So wunderbar dunkel. So. Einmal dahin. Wie sieht es denn bei dir aus? Wir haben... Okay, wir kriegen wenigstens direkt 400 raus. Das ist schon mal schön. Dann mache ich jetzt einmal meine Rundreise hier. Und mir da vorne die 200 noch. Ja, also 400 und da hinten. Und dann haben wir das auch geschafft. Dann können wir nämlich schön Maschinen weiterlaufen lassen. Alles reinschmeißen. Und cool ist. Jetzt noch Container vorne vorsetzen würden, was ich eigentlich nicht gerne machen möchte. Zack, zack. Weil, nee, Entschuldigung, Ressourcen puffern finde ich irgendwie immer doof. Weil irgendwie auch unnötig. Ja. Zu dem Ding hier. Ich meine, die sind ja wirklich schön hoch, ne? Oh, kann ich mich gleich da oben... Kommt man da oben drauf? Zack, zack. Ich möchte wissen, was hier noch reinkommt. Und hier und hier. Oh. Okay, man kann... Okay? Oh, das wird sowas von wild. Ich merke jetzt schon, das ist ordentlich. Man kommt auf jeden Fall da auf eine Plattform. Das heißt, hier ist irgendwo eine Leiter. Da ist eine Leiter, an die ich nicht rankomme. Weil ich den so doof hingestellt habe. Okay. Oder weil er hier so doof steht. Sag so. Kommen wir hier hoch? Kommen wir hier hoch? Kommen wir hier hoch? Wenn wir hier drauf sind, können wir hier runter. Und können... Oh, jetzt geht das los. Ich und Leitern. Hierhin. Hier gibt es nochmal eine Leiter. Jetzt sind wir hier. Aber ganz nach oben kommen wir nicht, ne? Nein. Da hat sich das überhaupt nicht gelohnt, was ich hier gemacht habe. Da gibt es... Nein, hier an der Seite gibt es auch keine. Hier hinten gibt es keine. Bisschen schade, ich würde da gerne ganz oben drauf gehen. Na egal, dann machen wir im ähnlichen Screenshot wie beim letzten Mal. Ja. So, ich bringe das Zeug noch da vorne rein. Und dann haben wir es auch für heute geschafft. Guck mal, der ist schon wieder fertig hier. Das muss man den Dingern lassen, die sind schnell beim Wegbauen hier. Und du kriegst auch nochmal welche. Wie sieht es denn jetzt aus? Ja, das sind doch schon die 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Die schmeißen wir eben rein, dann wissen wir, was wir eben als erstes verbauen. Okay, das war... Wild. Sehr wild. 40 Minuten, das wollte ich gar nicht.
Aber damit haben wir ja raus, was wir machen. Wir machen Glaswände. Brauchen wir noch gar nicht, aber dann haben wir den schon mal ausgewählt, schmeißen das auch schon mal da rein, dann ist der Teil abgehakt. Perfekt. Also heißt das, ich glaube, das mache ich eben ohne euch. Wenn ich hier fertig bin, dengel mir die 100 Eisenteile da, also Platten, schmeiß die da rein, dann sind die Glaswände fertig und beim nächsten Mal würde ich sagen, holen wir uns die Forschung. Das ist der anschließende. Weil der baut so ein bisschen aufeinander auf, das passt gerade ganz gut. Und hier, die beiden gucken wir uns dann nochmal an. Das werden wohl so Nebenprodukte werden. Okay. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut! Ach, kein Käffchen.